Und wenn du es nur einlagerst und irgendwann in 10 Jahren brauchst. Aber du hast erstmal dabei. Es nimmt dir erstmal keiner mehr weg. Ist voll gemein. Jetzt kann man so viel Zeug hier kaputt machen, die ganzen Vorhänge, und kann man alles mitnehmen. Ich bin in freien Spielen verloren durch sowas. Weil ich nehme alles mit. Ich nehme wirklich alles mit. Es ist furchtbar. So. Jetzt mache ich erstmal kurz ein Feuer und brate die Sachen durch, die ich dabei habe. 11 Stunden Tageslicht. Ich könnte allerdings auch. Ne, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich habe eh bloß noch eine Viertelstunde. Oh, da habe ich halt fast gar nichts. Ne, eine halbe Stunde habe ich noch. Habe ich fast gar nichts geschafft heute. Ach, hör auf zu quengeln. So, die nehmen wir auch alle noch mit. Wenn es mir ganz schlecht ist, werde ich einfach was. Wenn ich zu voll werde, werde ich einfach was Abgestandenes essen. Ich finde schon mal gut, dass ich Antibiotika gefunden habe. Da kann ich dann nur noch rohes Fleisch essen. Ich glaube, das größte Problem, was man tatsächlich hat, ist, dass einem irgendwann die Werkzeuge ausgehen und man keine Möglichkeit mehr hat, irgendwann Feuer zu machen. Klar, man kann hier bestimmt locker 400 Tage überleben, aber irgendwann sind die Möglichkeiten erschöpft, weil dann ist alles, was du gefunden hast, aufgebraucht, beziehungsweise die Streichhölzer haben ja auch ein Haltbarkeitsdatum, das finde ich sehr schade. Drum solltet ihr nicht in alle Häuser sofort reingehen eigentlich, sondern immer erst, wenn ihr irgendwas braucht, das nächste Haus erkunden. Denn erst wenn ihr das Haus betreten habt, fängt das Zeug an abzulaufen. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass sie so schlau sind, dass es dann auch noch mit einberechnet wird, wenn man die Häuser betritt. Ich hoffe es zumindest nicht. Anfangs war es ja auch so, dass alles, was man in sein. Da geh ich übrigens als nächstes drauf. Anfangs war es so, dass alles, was man in seinem in irgendeinem Haus, in dem Schieber gelagert hat, dass das nicht verdirbt. Das fänd ich natürlich praktisch, wenn das immer noch so wäre. Klar, Fleisch und sowas verdirbt auch. Es verdirbt jetzt mittlerweile zwar langsamer, aber zum Beispiel Streichhölzer finde ich blöd, dass die irgendwann kaputt gehen. Ich habe auch schon Streichhölzer mal, die 2, 3 Jahre alt waren, genommen. Die funktionieren immer noch so gut. Sofern sie trocken gelagert sind, ehrlich gesagt, wir haben eine trockene Kälte. Das heißt, die bleiben trocken. Und wenn sie in der Schachtel lässt, passiert da eigentlich nichts. Trotzdem gehen sie hier kaputt. Okay, als nächstes muss ich da ganz hinter. Ist schon mal gut, wenn wir da nicht mehr so weit laufen müssen. Jedes Stück, was wir nicht mehr laufen müssen, ist gut. Schlecht ist natürlich, dass wir jetzt keine Waffe gefunden haben. Und ich glaube, in den Häusern ist immer noch eine gewisse Chance, dass ihr eine Waffe findet, tatsächlich. Ich habe da nämlich auch schon mal eine drin gefunden. Die Chance ist aber, glaube ich, nicht so hoch. Wenn wir bloß noch so, sagen wir mal, wenn wir bei 15 Tagen angelangt sind, kann ich mir langsam Gedanken machen, dass ich in ein anderes Gebiet gehen muss, um einfach nur an eine Waffe zu kommen und an Munition. Alternativ könnte ich allerdings auch auf den Hügel mal steigen. Vielleicht habe ich ja da mehr Glück. Davor müssen wir. Ich überlege, ob ich vielleicht ein bisschen rennen sollte. Aber andererseits, wir haben die Zeit. Das ist Jack Rabbit Island, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, da läuft ein Wolf. Seht ihr das? Ich glaube, da läuft ein Wolf. Vor dem sollte ich mich vielleicht ein bisschen Acht nehmen. Andererseits könnte der mir wertvolles Fleisch liefern. Ich werde dann erstmal die Ahornsprösslinge zum Trocknen auslegen. Ich weiß nicht, was ich brauche, um einen Survival-Bogen zu machen. Es gab nämlich mehrere unterschiedliche Sprösslinge, die man haben konnte, und man musste die erst Luft trocknen. So wie die Haut ja auch. Das war anfangs auch nicht so. Und tatsächlich haben wir hier auch noch ein paar Häuser, die ich plündern könnte.
Vielleicht plündere ich die jetzt auch erstmal. Vielleicht sollte ich auch erstmal ein paar Stunden schlafen. So 3, 4. Erstmal ein Stück essen und dann 3, 4 Stunden schlafen, damit wir wieder erholt sind. Nachts ist es zwar nicht gefährlicher zu laufen, das ist Tag wie Nacht gleich gefährlich, allerdings habt ihr das Problem, ihr seht die Wölfe einfach nicht. Und das ist halt was, was euch töten kann. Und ein Bären sieht er auch nicht so schnell. Im Dunkeln ist es halt dunkel. Und wenn es tief dunkel ist, seid ihr am Arsch. So, wir sind fast da. Ich lauf mal bitte. Ich lauf mal bitte, ja. Ich lauf mal ein bisschen. Klingt vielversprechend, die Musik. Ich sehe es aber gerade überall Wölfe. Immer wenn ich irgendwo was sehe, rechne ich damit, dass ein Wolf da ist. Okay. Wenn ich dann 4 Stunden schlafe. Ja. Das da hinten, das weiß ich, dass es kein Wolf ist, wie ich immer denke. Das ist einfach nur ein Briefkasten. Nicht gehen, rennen. Rennen, rennen, rennen. Finde schon mal gut, dass die Wölfe einen mittlerweile erspähen müssen und dass es nicht so ein Gebietsradius ist, dass wenn der Wolf auf der anderen Seite der Gasstation ist, euch trotzdem entdeckt. Das fand ich immer sehr blöd. So. Jetzt werde ich. So, habe ich jetzt genug davon, genug Stöcke? Stöcke haben wir genug. Uns fehlt Essen, Gewehr, Patronen und Lampenöl. Was erzähle ich jetzt einfach mal nicht dazu, weil ehrlich gesagt, das ist lachhaft. Wasser. Wo ist Wasser? Da ist Wasser. So, 2,5 Liter mehr. Ach, warum eigentlich? Kann ich eigentlich auch noch die guten Lebensmittel reinschmeißen? Die ist gegart, die wird halten. Weg, weg. Alles, was hier gut ist, kann direkt weg. Die behalte ich mal, die ist roh. Könnte noch ein bisschen Kleidung loswerden. Kleidung, die ich nicht unbedingt brauche. Zum Beispiel diesen benutzten Schal. Ach, wisst ihr was, ich lasse einfach. Ne, der benutzte Schal kommt weg. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Warum bin ich eigentlich so voll beladen? Ah, okay, ich verstehe. Das behalte ich, das verbrenne ich. Ein Buch behalte ich mal zum Feuer machen. Die Wasseraufbereitungstabletten ist viel zu viel. So, jetzt haben wir diesen ganzen Mist. Lampenöl, Lampenöl. Ach, ist schon voll. Diese blöden Schubladen. Mein Fuß schläft ein, mein Fuß schläft ein.
Lampenöl. Die Qualitätswerkzeuge können auch hier bleiben. Davon lasse ich ehrlich gesagt auch mal eins hier. Ach ja, ich habe ja jetzt wieder einen Ball gefunden gehabt. So. Die Sachen, die wir jetzt noch haben, garen wir jetzt erstmal schnell durch. Mache ich einfach mal ein Feuer mit dem Buch. Alles kein Problem. Dann braten wir die zwei Sachen schnell. Und dann können wir hier noch schon ein bisschen was durchsuchen. Wie gesagt, 4 Stunden noch schlafen. Dann kann ich in der näheren Umgebung... Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das da drüben auch erstmal noch sein. Sondern gehe erst auf die Inseln drüben. Und durchsuche da. Vielleicht kann ich auch gleich ein bisschen Wasser noch schmelzen. Schadet ja nicht. Ob ich es jetzt mache oder später, ist ja vollkommen egal. So, das garen wir jetzt durch. Den Durst haben wir dann auch gleich besiegt. Eine Heringsmarine. Ich kenne keine Heringsmarine, ich kenne bloß Moränen. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch kein Fischkenner, wenn ich ehrlich bin. Zerlegt Lampenöl, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Ich weiß nicht, wo dieses Lampenöl da unten gerade herkam. Entsteht das jetzt vielleicht seit neuestem, wenn man hier irgendwas verbrennt? Ist das irgendwie Pech, was hier gewonnen wird oder sowas? Kein Schimmer. So. Machen wir nochmal einen halben Liter Wasser. Und dann werde ich, wie gesagt, erstmal schlafen müssen, weil uns geht schon gar nicht mehr so gut. Und ein bisschen was von dem Wasser werde ich dann auch erstmal trinken. Wir müssen auch bald wieder überladen sein. Der Rest kann von mir aus jetzt ausbrennen. Habe ich denn jetzt tatsächlich Lampenöl? Tatsächlich! Wo kommt denn das her? Ist das ein Bug? Oder hat das einen Sinn? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Lampenöl jetzt gerade herkommt. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es irgendwie als Pech gewonnen wurde. 500 Kalorien, dann geht das wieder gut. Naja, okay, das Feuer zieht jetzt meine FPS-Zahl nach unten. So, ich glaube aber, diese Dinger mussten doch getrocknet werden. Gut. Das Fleisch lasse ich auf jeden Fall auch hier. Ach, ich hau das jetzt alles durcheinander, ehrlich gesagt. Ach, 5 Stunden gehen auch. Dann plündere ich halt doch wirklich erstmal die Häuser hier in der Nähe. Dafür habe ich Zeit. So. Jetzt haben wir schon mal 6 Tage Essen. Wir haben schon fast die Hälfte. Gewehrpatronen und Trinkwasser haben auch schon fast zur Hälfte. Lampenöl haben wir fast schon geschafft. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber wir haben immer noch kein Gewehr.
Ich glaube, am Gewehr werden wir jetzt gerade ein bisschen verzweifeln, habe ich das Gefühl. Andererseits, uns gehen auch langsam die Häuser aus, die wir durchsuchen können. Wir haben jetzt nämlich schon nahezu alles ausgeräubert an Häusern. Viele gibt es nicht mehr. Wir haben noch da hinten die Häuser. Und ansonsten bleibt uns nur noch eine andere Karte zu betreten, weil hier viele Häuser gibt es, wie gesagt, nicht mehr.